Yo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Was ist das bitte für eine unfassbare Kombination? Ich meine, Krypto und Telegram-Bots, klar. Krypto und Elon Musk, klar. Aber jetzt Telegram-Bots kombiniert mit zumindest dem Icon und dem Namen Musk plus dazu auch noch eben wieder Airdrops. Was ist das bitte? Also, dieser Telegram-Bot verspricht wirklich vieles. Das letzte Mal, als ich hierzu ein Video gemacht habe, vor ein paar Tagen, gab es gerade mal 1,4 Millionen Abonnenten. Jetzt sind es schon 2,1, das heißt einfach mal 50% Zuwachs. Und das geht ab, ja. Und in dem Video zeige ich dir mal einen kleinen, aber feinen Trick, wie du ganz schnell aufsteigen kannst. Und zwar eigentlich risikolos, kann man sagen. Die Idee bei diesem Spiel ist sehr ähnlich wie auch bei Hamster Combat. Ich kann dir nicht sagen, ob es von den gleichen Leuten ist. Ich kann dir letztendlich auch nicht Details sagen, wie es später mit dem Token aussehen soll. Es soll auch hier einen Token geben und, so viel habe ich gehört, es soll auch hier ein Token geben, der auf Tron läuft. Und auch hier soll es wichtig sein, dass man eben ganz viel Gewinn pro Stunde bekommt. In meinem Fall jetzt 3,4 Millionen. Wir leveln uns natürlich hoch. Oben noch der Hinweis, dass du hier noch Punkte bekommen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen hier machst, Videos hochlädst und so weiter. Wollen wir jetzt nicht. Was wir jetzt machen wollen ist, ich zeige dir mal, wie man hier sich hochleveln kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, nee, es gibt mehrere Möglichkeiten, ich nenne dir mal die wichtigsten. Zum einen ist natürlich so, du musst dich verbessern, indem du Moneten, die du gesammelt hast, rechts, also die du bekommst durch Stundeneinnahmen und so weiter, wieder reinvestieren, um dich hochzuleveln. Kennst du von Hamster Combat, nichts Neues. Und dann macht es natürlich immer Sinn, hier ein bisschen Mathematik anzuwenden, um zu gucken, okay, was ist hier das Lukrativste? Ich mache ein Beispiel, wenn du rechts auf Crew gehst, dann würdest du hier als Beispiel, keine Ahnung, 64.000 ausgeben und würdest nur 500 Punkte bekommen. Das heißt, einmal in 168 Stunden würdest du dann eben deinen Einsatz wieder rausholen. Also für jedes Mal, wenn du aktiv warst. Das ist genau eine Woche. Aber du hast halt auch nur hier nur ein paar Stunden, in dem Fall 3 Stunden offline. Auch das 1:1 von Hamster Combat abgekupfert. Ja, wie gesagt, vielleicht sind es auch die gleichen Macher. Ich kann dazu nichts sagen. Und so kannst du eben mathematisch rechnen. Also was jetzt hier zum Beispiel besser wäre. Hier als Beispiel, wenn man ein bisschen runter geht, findet man teilweise noch gute Angebote. Hier zum Beispiel kostet 685.000 und du wirst 31.500 zurückbekommen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich durch Freunde, die kannst du hier für dich arbeiten lassen. In dem Fall sind es 268 Stück. Das können wir übrigens auch ein bisschen erhöhen, ganz kurz. Machen wir so, klicken wir unten rechts auf Kopieren. Ja, jetzt gehen wir einfach in den Clickbee-Bot kurz rein, schalten mal blitzschnell eine Werbung, gehen auf Advertise. Jetzt klicken wir hier auf den Bot. Wenn du es zum ersten Mal machst, musst du natürlich auch einzahlen bzw. dir Tronics erspielen. Oder du kannst natürlich auch den auf dem Clickbee-B-Spot nehmen. Und jetzt sind wir in Musk Empire drin und klicken auf Weiterleiten und senden das in den Clickbee-Bot rein, dass es eben weiß, okay, wir reden von dieser App hier. Und wenn ich sage App, meine ich immer Bot, weil ein Bot ist ja nichts anderes als eine kleine sozusagen integrierte App auf Telegram. Senden wir und dann steht jetzt hier, okay, sende bitte den Link. Jetzt ist unser einzelner Link, der muss mit HTTPS beginnen. Und jetzt machen wir noch, ich nenne es jetzt mal Elon Musk's Empire. Und jetzt sagen wir, okay, wie viel würden wir ausgeben? Den Mindestbetrag. Wir hauen da jetzt einfach mal 77 Tronics raus. Und jetzt wird es eben den angezeigt zum Stückpreis von 0,0327 1658 Tronics. Und hoffentlich kommen ganz viele Leute. So, jetzt gehen wir nochmal rein und spielen. Und im Endeffekt ist es natürlich so mit dieser Strategie, mit dem Clickbee-Bot, je früher ein Bot ist, desto mehr kannst du in deiner Downline bekommen. Umgekehrt, je länger du wartest, desto schwieriger wird es, weil irgendwann die ganzen Leute die App schon kennen, also den Bot.
268 Leute, guck mal, was passiert. Jetzt können wir in die Stadt gehen und jetzt können wir hier auf den Börsenmarkt gehen. Und jetzt gibt es mittlerweile auch schon die drei Dinger des Tages. Und da, wo man eben die besten Investmentfonds des Tages prozentual gesehen. Du siehst jetzt, ich habe jetzt hier eins genommen, und zwar Hersteller von Elektrofahrzeugen. Und da kannst du entweder gewinnen oder verlieren. Und das ist natürlich auch abgekupfert von dem Hamster Combat, beziehungsweise die haben halt die Basis abgekupfert und den Rest einfach cooler gemacht. Spannendere Graphen, du hast hier zusätzlich die Möglichkeit zu investieren, zu verhandeln. Es gibt eine Hype-Zone, wo du mehr Werbung machen kannst. Es gibt teilweise andere Quests, wobei hier sind sie eher so drauf aus, die Leute eben reinzulotsen in ihre Downline. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die wollen hier zum Beispiel Trader finden, wo sie dann Geld mitverdienen können. Aber gut, egal, sei es drum. Was wir jetzt machen ist, wir sind jetzt hier in der Telegram-Gruppe Finanzfüchsle Kryptowährungen und Trading und da klickst du jetzt mal oben drauf auf den Namen, dann klickst du hier jetzt auf Medien und dann gehst du ein bisschen runter und dann kannst du gucken, okay, wer hat zum letzten Mal was gesendet und da wurde gesendet von Karlchen 123, vielen lieben Dank dafür, okay, was man hier verdienen kann und du siehst, okay, hier, der hat jetzt, die Person hat jetzt gewonnen und zwar mit Goldschürfen 86% und Einhornzucht 151%. Jetzt ist es so, das hier ist für alle gleich. Das heißt, das ist natürlich die Hauptidee von denen gewesen, dass sie sagen, hey, die Leute können ja dann immer in irgendwelche Gruppen gehen und suchen, was kann man da machen? Und genau darum geht es jetzt. Wir wollen jetzt hier quasi suchen, okay, was kann man hier jetzt bekommen? Also gehen wir jetzt hier noch in Goldschürfe-Werkzeug und in Einhornzucht und setzen das Maximale, was wir können. Übrigens in der kurzen Zeit jetzt schon zwei neue Freunde, die arbeiten. Da kannst du dann das Geld auch sofort abholen. So, jetzt gehen wir in die Stadt. Jetzt gehen wir auf den Börsenmarkt. Und jetzt sagen wir, okay, Goldschürfe-Werkzeuge. Wir hauen das Maximale rein, was wir können. In dem Fall 2,1 Millionen. Und zack, haben 86%. Und das andere war die Einhornzucht. Da hauen wir auch das Maximale rein. Und holen uns dann dementsprechend was raus. In dem Fall 2,1 Millionen investiert, 3,1 Millionen gehabt. Und das Geld, das werden wir jetzt dann natürlich investieren wollen, um hier möglichst viel rauszukriegen. Und dann kann man natürlich sich auch Sachen holen, wo dann relativ rentabel sind. Ich persönlich hole mir aber auch immer wieder mal sowas, zum Beispiel so die billigen, auch wenn es sich nicht lohnt. Ich will einfach jede Karte so viel wie es geht hochleveln. Wie gesagt, es kostet nicht so viel, man kriegt nicht so viel, aber vielleicht hat es ja einen Bonus, wenn man Karten hat, wo in einem höheren Level sind. Wissen können wir es nicht, aber wie gesagt, vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass das so billig ist, beziehungsweise dass man so wenig bekommt, dass dann die Karten vielleicht dafür einen Mehrwert haben. Ich weiß es nicht. Also man muss manchmal auch so ein bisschen um die Ecke denken und so ein bisschen was riskieren. Ob das jetzt rein mathematisch weniger Sinn macht, sei mal dahingestellt, oder dass es weniger Sinn macht. Und man kann es jetzt halt von allem ein bisschen was kaufen. Und was ich jetzt nicht weiß, warum man nur maximal 2 Millionen einsetzen kann oder 2,1 Millionen bei Verhandlungen, warum ich da jetzt nicht das ganze Geld einsetzen kann. Aber ich gehe davon aus, dass das extra bewusst gedeckelt ist, weil sonst würden ja andere theoretisch unendlich viel verdienen können. Also die würden ja dann jeden Tag zig Prozente machen, das ist dann die Idee. So, jetzt können wir im Büro gehen, da ein bisschen was holen. Das vielleicht, das sieht auch ganz gut aus. Dann kann man hier, kann man nochmal holen. Es gibt doch ordentliches Taschengeld. Wie gesagt, rein mathematisch findest du da sicherlich auch bessere Möglichkeiten, aber Zeit ist Geld. Ungefähr ein Zwanzigstel ist doch in Ordnung. Hier holen wir den hier. Da gibt es dann auch Sperrzeiten. Und zack, das war jetzt kein guter Deal. Egal, da, zack, hau mal die ganze Kohle raus. Das macht Spaß, ja, die Kohle raushauen. Also Spaß nicht wirklich, aber ich versuche einfach da jetzt überall reinzugehen, um rauszuholen, was rauszuholen ist. Gucken wir mal, vielleicht die billigeren noch mitnehmen. Ein Fluchglas. Und dann kann man doch hier von allem ein bisschen was mitnehmen. So, was haben wir jetzt noch? Wie gesagt, ob das jetzt mathematisch Sinn macht, das haben wir dahingestellt. Aber von allem ein bisschen, jetzt habe ich ja
216, 17 übrig, da hätte ich vielleicht ein bisschen besser gucken können. Dann würde man sagen, holen wir da einen für 70. Dann holen wir den für 55. Und dann können wir doch da noch einen holen für 105. Und dann habe ich doch eigentlich alles. Da habe ich mich jetzt hochgelevelt. Oder hast du jetzt eben einen tollen Trick gesehen? Und da muss man, wie gesagt, immer warten. Da lohnt es sich, wenn man rausgeht, nochmal reingeht. Ja, in dem Fall jetzt nichts. Wie gesagt, je länger man da wartet, desto schwieriger wird es, Leute reinzuholen. Aber insgesamt ist das kein Problem, weil da hat man dann natürlich die Möglichkeit, dass man dann schon ziemlich gut hier aufsteigen kann. Und die kommen auch peu à peu nach, die Leute hier. Also das ist kein Problem. Und du siehst halt bei 4,2 Millionen pro Stunde, da kommt schon ordentlich was zusammen. Man kann sich dann natürlich auch hochleveln. Irgendwo sieht man sich, glaube ich, auf Stufe drücken. Jetzt müsste ich mal gucken. Irgendwo habe ich mal eine Tabelle gesehen. Wo finde ich das? Bewertung. Ah ja, einfach nur hier drauf drücken in der Mitte. Und dann sieht man, wo man gerade ist. Und dann kann man da auch hochgehen. Ja, guck mal hier. Olli Parkour ist schon zweiter. Krass stark. Und ja, dann kannst du dann natürlich die Level auch hochgehen. Ich glaube, wenn man da jetzt draufklickt, kann man irgendwo auch. Wo findet man das? Ich glaube, irgendwo habe ich es doch mal gefunden. Und du kannst übrigens auch Punkte sammeln, sehe ich gerade. Kannst du Doppelkombo abholen und wenn es dann so blau wird, also so hellblau oder grün sogar, dann kriegst du am meisten. Das geht auch. Guck mal, zack, 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 zack. So, was wollen wir jetzt noch gucken? Genau, wie man auflevelt, aber ich bräuchte 150 Millionen da. Naja, wie auch immer. Ich wünsche dir was. Wir hören uns beim nächsten Video und komm am besten in die Telegram-Gruppe rein. Dann kannst du immer die täglichen Trends mitnehmen. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.